Ich weiß. Das Geldmuseum ist kein Vogelpark. Trotzdem gibt es da drin welche zu entdecken. Ach, da sind sie ja. Vögel, genauer gesagt der Falke und die Taube, werden im Zusammenhang mit der Geldpolitik häufig erwähnt, um den Standpunkt geldpolitischer Entscheider zu veranschaulichen. Vertreter einer strafferen Geldpolitik gelten dabei als Falken. Vertreter einer eher lockeren Geldpolitik als Tauben. Über die Geldpolitik im Euroraum bestimmt der Rat der Europäischen Zentralbank, kurz EZB-Rat. Er besteht aus dem sechsköpfigen Direktorium der EZB sowie den Präsidenten der nationalen Zentralbanken der Euroländer. Geldpolitik ist aber keine exakte Wissenschaft. Deswegen gibt es mitunter unterschiedliche Auffassungen, wie die Geldpolitik in bestimmten Situationen handeln soll. Die Einteilung in Falken und Tauben ist anschaulich, wird den komplexen geldpolitischen Entscheidungen aber kaum gerecht. Was Geldpolitik ausmacht und wie sie funktioniert, könnt ihr hier im Geldmuseum herausfinden. Mehr Informationen gibt es unter geldmuseum.de.